Ich darf noch einmal darauf verweisen, dass Magister Heigl leider krankheitsbedingt ausfällt. An seiner Stadt konnten wir Gott sei Dank den CEO von Sponsu ins Boot holen, Andreas Kitzing. Er war ursprünglich Moderator. Jetzt stellt er selber vor, was tut Sponsu, wieso bringt Sponsu sowohl Sportlerinnen als auch Unternehmen einen Mehrwert. Andreas, ich freue mich, dass du da bist. Moin. Ja, freut mich, dass ich ein bisschen was zu Sponsor erzählen kann. Ich hätte auch ein paar Charts, weiß nicht, ob ich die übertragen kann, die sind aber ehrlich gesagt auch eher dekorativ. Genau. Frage ist, wie ich das machen würde oder müsste ich die dir schicken? Da, mein Bildschirm übertragen, ja, das ist ja wunderbar. Dann machen wir das mal. Gut. Jo, genau. Also, Perfekt. ja, wie gesagt, ich bin der Gründer von Sponsu, freue mich, ein bisschen was zu erzählen. Und ich dachte, ich fange mal an, ein bisschen zu erzählen, wie wir angefangen haben und das etwas chronologischer zu machen. Wir arbeiten am Thema Sportsponsoring, sonst wäre ich, glaube ich, heute hier auch falsch. Und kam zu der Idee zu Sponsu vor knapp 8 Jahren. Damals hatte ich studiert, meine Mitgründer teilweise auch, teilweise waren die als Softwareentwickler unterwegs, immer noch, und haben sich uns angeschlossen. Und wir haben damals Ideen gesammelt für ein neues Startup. Ich hatte vorher schon was gegründet und hatten dafür Probleme identifiziert, die man lösen konnte. Und eines der Probleme, die wir identifiziert haben, war, dass es für Sportvereine, für Athleten, Verbände, für Sportevents schwer ist, Sponsoren zu finden, aber auch für die andere Seite, für die Unternehmen, gar nicht so einfach ist, das richtige Sponsoring auszuwählen. Unser quasi Mini-Proof of Concept damals, bevor wir die Idee gestartet haben, war meine eigene Fußballmannschaft. Wir hatten die quasi neu gegründet, weil wir, als wir mit der Jugend fertig waren, komplett den Verein gewechselt sind und in der untersten Liga angefangen haben. Und selbst uns als sehr schlechte und unattraktive Mannschaft war es damals gelungen, einen Sponsor zu finden, der nicht irgendwie der Kumpel oder der Onkel von einem Teammitglied war, sondern ein wirtschaftliches Interesse hatte. Wir haben uns dann gedacht, jetzt für Sponsu, wenn selbst die am wenigsten interessante Mannschaft in Hamburg, die in der untersten Liga spielt, die keine Zuschauer hat, außer die eigenen Freundinnen und die Freunde der Gastmannschaft, wenn selbst die es schafft, einen Sponsor zu finden, dann müssten doch eigentlich die ganzen anderen Mannschaften das auch schaffen können. Auf der anderen Seite hatten wir den Fall von meinem Bruder, der in der Werbeagentur gearbeitet hat und für einen großen Elektronik-Retailer damals ganz viele Amateurmannschaften sponsern wollte, eigentlich, das aber nicht umsetzen konnte, weil das viel zu kompliziert war, die ganzen Mannschaften zu buchen und zu managen. Und ja, dementsprechend die Kampagne da verborgen wurde, was bei uns so der Fall war. Hey, okay, es scheint auf beiden Seiten ein Problem zu geben. Genau. Und ja, dann haben wir Sponsu gegründet. Ein bisschen mehr zur Idee sage ich gleich. Hatten dann direkt nach dem Start tatsächlich das erste erfolgreiche Sponsoring vermittelt. Das ist das Foto davon. Eine Flüchtlingsmannschaft damals, die im Englischen Garten gespielt hat und von einem Münchner Unternehmer gesponsert wurden. Und es war für uns so der Beweis, okay, das funktioniert, wenn wir etwas machen, um Sportler und Sponsoren zusammenzubringen. Und zwar, das, was wir uns damals überlegt haben, ist, einen digitalen Marktplatz für Sportsponsoring zu gründen. Das funktioniert so, dass Sportler und Vereine ein Profil auf Sponsu erstellen, Unternehmen sich ebenfalls registrieren können und wir dann Angebot und Nachfrage zusammenbringen.
Und uns war es ganz wichtig und es ist auch immer noch wichtig, dass das für die Sportler und Vereine so risikofrei wie möglich sein muss, also ohne feste Kosten. Das heißt, wir finanzieren uns dann von der Provision, die wir von den Sportlern und Vereinen bekommen. Und die Provision erhalten wir natürlich nur, wenn wir auch ein Sponsoring liefern. Also am Ende kriegt der Verein, kriegen, verdienen wir nur dann was, wenn wir etwas für die Vereine und Sportler und Verbände und Events liefern. Genau. Mittlerweile haben wir mehr als 15.000 Sportler, Vereine, Verbände und Events aus der ganzen Welt auf unserer Plattform. Das vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, und um das eben effizienter machen zu können, findet bei uns das alles digital statt. Wir versuchen möglichst viele Daten zu sammeln von den Vereinen oder Sportlern selber aus offenen Datenquellen, aus Datenbanken, die wir uns teilweise einkaufen und bringen das alles zusammen, um den Sponsoren zu helfen, passende Sponsorings auszuwählen, die dann digital gebucht und gemanagt werden können. Also aus Sicht des Vereins funktioniert es zum Beispiel dann auch so, dass wenn ein Sponsoring vereinbart wird, was tatsächlich sogar digital verhandelt werden kann, also man muss es nicht so nehmen, wie es eingestellt ist, oder als Sponsor kann man auch ein komplett individuelles Sponsoring anfragen. Dann wird automatisch ein Sponsoring-Vertrag generiert, der digital unterschrieben werden kann. Unser System kümmert sich um die komplette Abrechnung. Wir haben Möglichkeiten online, die es den Parteien erlauben, ihre Partner auf dem Laufenden zu halten und ergänzen nach und nach mehr Funktionalitäten, bis wir irgendwann so weit sind, dass wir wirklich 100% des Sponsoring-Prozesses digital abbilden und den Partnern damit, das ist unser Ziel, die Zeit geben, sich auf die Aktivierung der Sponsorings zu fokussieren und weniger Zeit auf Akquise oder administrative Tätigkeiten. Ja, deshalb nutzen auch dann am Ende unsere Nutzer Sponsu. Für Sportler und Sportorganisationen ist der Mehrwert, glaube ich, relativ klar. Die kriegen zusätzliche Sponsoring-Einnahmen. Wir verlangen auch keine Exklusivität. Das heißt, wir ersetzen nicht die bisherigen Tätigkeiten, sagen, das muss jetzt alles über uns laufen, sondern das Geschäft, was durch uns reinkommt, ist für die Sportler und Vereine und Verbände und Events tatsächlich Zusatzgeschäft. Auch keinerlei Verpflichtung, dass man das, wenn eine Anfrage ankommt, die annimmt. Man kann immer Nein sagen. Ich meine, am Ende haben wir aus Sicht für die Sponsoren ja auch noch knapp 14.500 andere Möglichkeiten. Das heißt, wir finden im Zweifel schon ein anderes Sponsoring. Wir wollen natürlich nur Partnerschaften vermitteln, wo auch beide Seiten happy sind. Und wenn man mit dem Angebot zufrieden ist, dann kann man es annehmen und hat Zusatzgeschäft. Verdient natürlich ein bisschen weniger daran, als wenn man das selber akquiriert hätte. Aber im Normalfall sind eigentlich die Sponsorings bei uns Sachen, die ansonsten niemals so stattgefunden hätten. Die Unternehmen finden bessere Sponsorings, also sagen die Sponsoring-Matrix direkt im ersten Talk, die hat mir gut gefallen. Sehr guter datenorientierter Ansatz. Ähnlich denken wir auch und wollen den Unternehmen helfen, in diesem riesigen Umfeld so zu navigieren, dass sie die besten Sponsorings auswählen können. Und später dann, das ist der vierte Punkt, auch evaluieren können, dadurch, dass wir natürlich auch viele Daten sammeln, schon dann, nachdem ein Sponsoring angefangen hat. Ja, und ich hatte diesen ganzen digitalen Buchungsprozess erwähnt, der es den Sportlern, Vereinen und den Unternehmen hilft, diese ganzen administrativen Tätigkeiten einzusparen. Also ich erinnere noch gut, am Anfang war bei uns natürlich auch noch nicht alles digital, da wurden dann Papierverträge hin und her geschickt, teilweise Wochen gedauert, die sind nicht angekommen, die mussten von mehreren Parteien unterschrieben werden. Rechnungsstellung war total chaotisch, also den ganzen Kram. Ja, den kann man sich, glaube ich, sparen nicht, aber den zumindest so gestalten, dass man den mit zwei, drei Klicks erledigt hat. Genau, wer ist bei uns? Ich bin auch gleich am Ende. Wir haben, wie gesagt, 15.000 Sportler und was cool ist für uns zu sehen, dass das wirklich immer internationaler wird, immer größer und auch immer professioneller. Also wir arbeiten auch mit diversen Profi-Clubs. Gestern haben zwei unserer Clubs, gestern und in der letzten Runde unserer Clubs Champions League gespielt. Einer ist auch weitergekommen.
Wir haben in über 500 Sportartenclubs, wir haben das beste koreanische E-Sport-Team bei uns, mehrere große Verbände, die Nationalmannschaften, auch im Fußball, paar Dutzend Olympiasieger, Influencer mit teilweise Millionen Followern, Profifußballer, Nationalspieler, Formel-1-Fahrer, also eine ganz, ganz große Vielfalt, aber halt trotzdem die Amateurvereine. Und das treibt uns und den Breitensport, und das treibt uns auf jeden Fall auch an, weil wir sehen, ist das bei uns wesentlich mehr Geld auch in den semiprofessionellen oder in den Amateurbereich investiert wird, ohne dass wir die Sponsoren darin drängen. Wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Sponsor in Deutschland oder auch in Österreich einen Bundesliga-Verein sponsern möchte und unser System auf Basis der Daten empfiehlt, dass das sinnvollste Sponsoring ist, dann haben wir das auch. Aber wir haben halt auch die ganzen Alternativen und machen die vergleichbar. Und allein durch diese zusätzliche Auswahl wird viel häufiger auch auf ein Sponsoring dann zurückgegriffen, was nicht in einem unübersichtlichen Markt die sichere Bank ist. Weil wenn man nicht weiß, wie es läuft, dann ist unsere Erfahrung, dass die Sponsoren sehr häufig dann doch einfach lieber Profifußball buchen, weil sie da nichts falsch machen können. Und bei uns geben wir ihnen halt auch die Möglichkeit, andere Sachen zu buchen. Genau, und in der aktuellen Phase wird es immer internationaler. Großteil unserer Sportler und auch unserer Sponsoren und tatsächlich sogar unsere Investoren kommen aus Deutschland und Österreich, wo wir am Anfang angefangen haben, aber mittlerweile sind wir immer internationaler aktiv und ja, sind natürlich gespannt, wo dann die Reise hingeht. Sprechen gar nicht mehr alle Mitarbeiter auch Deutsch. Also unsere Entwickler sowieso nicht, aber wir haben gestern gerade einen Italiener eingestellt, haben einen Marokkaner, einen Inder, also ein sehr internationales Team, und ja, wollen das, was wir jetzt in Deutschland und Österreich angefangen haben, dann international groß machen und dabei möglichst vielen Sportlern und Vereinen helfen. So viel zu Sponsoren. Bin gespannt auf die Fragen. Ja, vielen Dank, Andreas, auch für diesen ja, Blick aus einem Unternehmen heraus und auch für die Einsicht für die neue Idee oder dieses Konzept, was ihr aufgebaut habt. Sehr, sehr spannend. Ich würde den Kreis ein bisschen schließen wollen. Die Frage passt mir eigentlich ganz gut zum Christoph ganz am Anfang des Talks. Welche Kriterien, du hast immer wieder davon gesprochen, dass ihr Daten erhebt, dass ihr euch anschaut, dass das irgendwie ein gutes Match ist zwischen demjenigen, der sponsern möchte und demjenigen, der ein Sponsoring erhalten möchte. Welche Kriterien oder welche Kategorien habt ihr denn aufgebaut, dass es zu einem Match kommen kann? Und jetzt mein Zusatz, um den Jörg nochmal einzubeziehen, gibt es zum Beispiel auch das Kriterium Nachhaltigkeit? Ja, auch. Also Nachhaltigkeit ist einer von über 50 Imagewerten, die wir zumindest versuchen zu messen. Es ist nicht super einfach bei eher imageorientierten Sachen. Viel ist dann auch Basis von einem internen Scoring, was wir haben. Andere Imagewerte sind zum Beispiel auch so abgefahrene Werte wie Holidayness. Da performen dann tendenziell zum Beispiel Beachvolleyballer gut oder Strandsportarten, teilweise auch die Wintersportarten, und ist dann für Unternehmen, die in der Reisebranche oder Tourismusbranche unterwegs sind, interessant. Aber Nachhaltigkeit ist auch ein Wert, der tatsächlich auch von sehr vielen Sportlern und vor allem vielen Sportvereinen bespielt wird. Also in den Unterhaltungen, die wir mit den Bundesliga-Vereinen führen, ist, glaube ich, bei 90% der Vereine einer der Markenwerte Nachhaltigkeit. Das muss fragen, wie groß da die Differenzierung tatsächlich ist. Genau, also es können so eine Faktoren sein. Dann ganz, 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 ganz wichtig, und das passt auch zu dem bisher gesagten, Sponsoring ist halt am Ende auch Werbung. Und es ist keine Spende, auch wenn einige unserer Sponsoren sicherlich auch ein bisschen Corporate Social Responsibility hintergedacht haben, was total cool ist. Aber die Sponsoren wollen Mehrwert haben. Und deshalb sind Werte wie zum Beispiel die Zielgruppe extrem relevant. Ja, wen erreicht man? Auf welchem Kanal? Teilweise wissen es die Sportler und Vereine selber, die Verbände sowieso, teilweise gar nicht so sehr. Und da kann ich nur jedem
dazu raten, genau zu monitoren, wer ist jetzt eigentlich Mitglied in meinem Verein, wer kommt zu meinem Spielen, wer folgt mir auf sozialen Medien, und das zumindest aggregiert auszuwerten. Das ist extrem wertvoll, um Sponsorings zu bekommen. Ja, das sind zum Beispiel Faktoren, dann können es aber auch geografische Faktoren sein. Also unser System weiß genau, wir kommen aus Hamburg, deshalb nehme ich das als Beispiel, dass was für ein Profil der Hockeyverein aus Hittfeld, was jetzt nicht so ein wohlhabender Stadtteil ist, und hat, also was für ein Mitgliederprofil, und kann das vergleichen mit dem Fußballverein aus Blankenese, dem reichen Stadtteil, und kann dann die Sportarten und die geografischen Faktoren miteinander abwägen, um zum Beispiel zu identifizieren, wo erreicht man eine kaufkräftige Zielgruppe, wo eine junge, wo eine gebildete, in welcher Sportart erreicht man besonders viele Singles. Für, also wer mal den Super Bowl gesehen hat, der weiß, an welche Unternehmen an so Informationen interessiert sind. Und so können wir für jedes Unternehmen das passende Sponsoring identifizieren. Eine Frage zum Ende, Andreas. Danke für deinen Einblick und für deinen Vortrag. Gibt es Sponsor-Tipps fürs Matching? Also wenn ich mich anmelde, also wie finde ich erst einmal, sage ich jetzt mal, als wie finde ich als Unternehmen die entsprechenden Sportler, und gibt es im umgekehrten Sinne auch Tipps von euch, wie ich vielleicht mein Profil so aufhübschen kann? Du hast gerade die Singles erwähnt, zum Beispiel bei Tinder, wie kann ich die bestmöglichen Fotos machen? Gibt es ja jetzt heute auch schon Unterstützung professioneller Art. Macht ihr sowas auch? Jein, ja und nein. Also grundsätzlich, wir kriegen auch häufig von gerade von Rechteinhabern, also von der Sportlervereinsseite, dann noch Rückfragen, was kann ich noch machen? Denen helfen wir natürlich dabei. Wir haben Lerninhalte in unserem Blog auf YouTube aufbereitet, die allen Beteiligten helfen, ihr Profil besonders gut auszufüllen. Die Unternehmen können aktuell durch Filterkriterien die passenden Sponsorings raussuchen. Das ist aber noch mehr auf der Oberfläche. Wenn es jetzt wirklich richtig krass ins Detail geht, dann muss dabei unser Team unterstützen. Also als Beispiel dann jetzt für eine Supermarktkette ein Angebot, was demnächst rausgeht, wo es für die natürlich interessant ist, die Vereine zu unterstützen, die in der Nähe von jeweils einer ihrer Filialen sind, und sowas müssen wir dann manuell überprüfen. Aber das macht dann unser Team. Aktuell zumindest, das ist genau dieses, was ich meinte, wenn wir wollen den kompletten Prozess digital machen, dass wir die Daten, die wir da unter der Oberfläche in unserem System haben, auch noch wesentlich mehr für die Nutzer nutzbar machen. So, das ist am Ende, das ist da, wo wir hinwollen, für einen Sponsor zumindest ein bisschen so ähnlich ist, wie wenn man jetzt bei Google oder bei Facebook Werbung bucht, wo ich ja extrem genau targeten kann, welche Zielgruppe ich erreiche und auch genau sehe, wann, wen ich wie viel erreicht habe. Das bauen wir für so ein analoges Offline-Thema, oder nicht immer offline, aber schon analoger als Social Media oder Internet suchen im Bereich Sponsoring nach. Vielen, vielen Dank. Andreas, auch hier nochmal die Möglichkeit, also wenn die Community, wenn die Zuhörerinnen eine Frage im Anschluss stellen möchten, stehen die Kontaktdaten vom Andreas auch zur Verfügung. Fragen sind auch da sicher willkommen. Ich danke nochmal allen Speakerinnen und vor allem Ihnen vor dem Bildschirm. Es bleibt mir jetzt am Ende nur noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle und auf die weitere Talk-Reihe. Sie können gespannt sein, das ganze Jahr birgt immer wieder spannendste Überraschungen. Sollten Sie fachlichen Input jetzt schon wünschen, bestellen Sie bitte einfach unser Fachbuch auf unserer Seite, schicken wir Ihnen gerne zu. Besuchen Sie unsere Seite www.firmsport.at. Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Baba.